Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Deconstructed-Folge. Heute geht es um Jason Derulo und genau. Sein Hit One to One. Wir hören mal rein. Genau. Zeitreise, würde ich sagen. Back to the 80s. Genau deine Zeit, oder? Ja, sag das nicht. Also, ich finde, die 90er waren meine Zeit. So alt bin ich da noch gar nicht. Okay, okay. Na gut, sagen wir mal, ich wurde in den 80ern geprägt und deswegen finde ich das ja auch wirklich einfach geil, muss ich sagen. Es ist Synthie-Pop par excellence. Und ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass es eben Jason Derulo ist, der eben nach Hits wie, wohin hat er gestartet? What Shall I Say? Ja, das genau. Ausmache, aber. So. Und was war noch dabei? Noch so eine Hip-Hop-Nummer? Dirty Talk. Dirty Talk. Trumpet. Genau. So. Eigentlich eher für eine andere Stilrichtung bekannt. Genau. Und ich musste das hier tatsächlich im Auto shazammen, um zu sehen, das ist Jason Derulo, weil es einfach total anders ist als das, was er sonst gemacht hat. Aber ich fand es einfach total klasse. Ich habe es gehört und dachte, es ist so total 80s. Einfach Synths, wie man hier auch hört. So diese Harmonien, der Bass, die Art und Weise, wie alles zusammenspielt. Total clean, ganz sauber. So. Ist auch mal was Frisches im Gegensatz zu dem Rest. Genau. So. Und das ist halt irgendwie so 80er Sound, aber in die Neuzeit katapultiert. Dazu einfach ein toller Song. Richtig gut gemacht. Und macht einfach Spaß zu hören und hat auch hier Spaß gemacht, das zu dekonstruieren. Und ich würde sagen, wir gehen direkt gleich ins Detail und schauen mal, wie man denn heutzutage im Rechner 80s-Feel programmiert. Genau.